Film 7 Buchhaltung für Kaufleute. Als erstes eine kleine Übersicht über die nächsten 5 Filme. In denen werde ich vereinfacht gesagt weitere Bestandskonten vorstellen, weitere Geschäftsvorfälle besprechen und eben auch weiterhin buchen, inklusive Übungsaufgaben und der Aufforderung, selber mitzumachen. In Film 7, also in diesem hier, werde ich noch nicht buchen. Ich werde noch mal kurz auf den Unterschied Aktiva-Passiva eingehen. Da könnt ihr dann gleich überprüfen, ob ihr das behalten habt, was ist. Und dann werde ich die Struktur der Konten ein bisschen verfeinern. Ich werde erklären, was Anlagevermögen ist, Umlaufvermögen und Fremdkapital. So, und dann geht's wieder ans Eingemachte. Anlage- und Umlaufvermögen muss ja irgendwann mal gekauft werden. Und ganz oft bekommt man dafür eine Rechnung. Und das muss gebucht werden. Und da werde ich die Konten Maschinen und technische Anlagen, also TA 0700, BGA, die berühmte Betriebs- und Geschäftsausstattung 0800 und die Verbindlichkeiten aufgrund von Lieferungen und Leistungen 4400 vorstellen. Dann wird ein Anlagevermögen gegen Rechnung verkauft. Dann haben wir Rechnungen, die wir selber schreiben. Wir schreiben ja auch sonst selber Rechnungen, auch für das, was wir sonst verkaufen. Das können wir jetzt noch nicht buchen. Dazu brauchen wir erstmal die Erfolgskonten. Die haben wir noch nicht. Aber wir können schon mal ein bisschen Anlagevermögen verkaufen. Und dann werde ich ganz eingehend auf den Unterschied zwischen Forderungen aufgrund Lieferungen und Leistungen und den Verbindlichkeiten aufgrund Lieferungen und Leistungen eingehen. Das hat beides mit Rechnungen zu tun. So viel verrate ich schon mal. Dann gibt es Beispielaufgaben, wo ihr auch ein paar Konten selbst raussuchen müsst. Ja, und dann gibt es als 11. den Lösungsfilm zu den Beispielaufgaben. Als Kaufleute haben wir immer einen Kontenplan und den holen wir uns jetzt her und schauen ihn an. Wir haben schon früher festgestellt, beim Blick auf den Kontenplan, da gibt es Aktiva und Passiva, die sogenannten Bestandskonten. Und die Aktiva, das hat alles irgendwie mit Vermögen zu tun. Das sind also Vermögenswerte. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer hin. Bei der Kontenklasse 2, Aktiva, steht dieses Kürzel UV. Das steht für Umlaufvermögen. Also in Kontenklasse 2 ist das Umlaufvermögen verzeichnet. Und da werfen wir jetzt einen Blick drauf. Da kommen als erstes Rohhilfs- und Betriebsstoffe. Und die werden verarbeitet zu unfertigen Erzeugnissen. Die werden weiterverarbeitet zu fertigen Erzeugnissen, so denn wir einen Produktionsbetrieb haben. Oder es gibt auch Waren, das sind sogenannte Handelswaren. Das sind zum Beispiel Bücher, die kaufe ich ein und verkaufe sie teurer weiter. Also muss immer unterscheiden zwischen fertigen Erzeugnissen und Waren. Oder auch Handelsware genannt. Und wenn ich mir so einen Betrieb vorstelle, dann merke ich ganz schnell, das sind alles Vermögensgegenstände, die nicht lange im Betrieb bleiben. Und so ist das Umlaufvermögen auch definiert. Das sind Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, lange im Betrieb zu bleiben. Und das Anlagevermögen, Kontenklasse 0 und 1, Kürzel AV, ist genau das Gegenteil. Das sind Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, längerfristig im Betrieb zu bleiben. Das sind zum Beispiel Grundstücke und Gebäude, dann technische Anlagen und Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. So, und das Zeugs muss ja irgendwie gekauft werden, das muss gebucht werden und das schauen wir uns dann in Film 8 an. Fehlt noch ein Blick auf die Passiva. Die stehen in Kontenklasse 3 und 4. In Kontenklasse 3 Eigenkapital und Rückstellungen, das lassen wir erstmal außen vor. Das kommt erst sehr viel später in aller Detailliertheit. Wichtig am Anfang ist Kontenklasse 4 Verbindlichkeiten. Und erstmal nur Verbindlichkeiten. Die passive Rechnungsabgrenzung kommt auch erst später.
Wenn wir da jetzt mal genauer hinschauen, haben wir als erstes hier die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Das sind nichts anderes als Kredite gegenüber einer Bank, also sprich gegenüber einem Dritten. Und diese Kredite sind abzubezahlen. Das heißt, Verbindlichkeiten sind nichts anderes als Schulden. Und auch die sonstigen Verbindlichkeiten, die wir hier drunter stehen haben, das sind Schulden gegenüber Außenstehenden, gegenüber Gläubigern. Und die stehen alle in Kontenklasse 4. Und das ist das sogenannte Fremdkapital. Und wir können uns verkürzt merken, das Fremdkapital, das sind nichts anderes als Schulden gegenüber Dritten. Wir können also die Struktur der Konten noch ein bisschen verfeinern. Zur Wiederholung, Konten lassen sich einteilen in Bestandskonten und in Erfolgskonten, auch GUV-Konten genannt. Die lassen wir erst noch außen vor, wir bleiben noch eine ganze Weile innerhalb der Bestandskonten. Die lassen sich weiter unterteilen in Aktivkonten und Passivkonten. Die Aktivkonten stellen Vermögensgegenstände dar und die lassen sich weiter unterteilen in Anlagevermögen. Die stehen in Klasse 0 und 1 und das ist Vermögen, das dazu bestimmt ist, längerfristig im Betrieb zu verweilen. Auf der anderen Seite steht das Umlaufvermögen in Kontenklasse 2. Das ist nicht dazu bestimmt, längerfristig im Betrieb zu verweilen, weil das meistens Rohstoffe sind, die weiterverarbeitet sind oder selbst erstellte Produkte oder eben Handelsware. Also flapsig gesagt, Zeugs, das verkauft werden soll. Das soll ja nicht lange im Betrieb bleiben, sondern verkauft werden. Die Passivkonten, die lassen sich unterteilen in Eigenkapital und Rückstellungen in Kontenklasse 3. Das lassen wir erstmal außen vor. Das kommt erst sehr viel später. Und Fremdkapital. Und Fremdkapital sind verkürzt gesagt Schulden gegenüber Dritten, zum Beispiel gegenüber Banken.